So, mal schauen, was es da gibt an. An Raubüberfällen. Hallo Alex. Guten Tag, Herr Basel, das bin ja wohl ich. Ja, wenn ich gar nicht Basel heiße, aber einfach in Basel wohne, aber es wollen gewisse Leute. Gewisse Leute, ich sage jetzt keine Namen, aber gewisse Leute wollen das einfach nicht begreifen. Die können das einfach nicht begreifen. Wie geht's, wie steht's, wie stehen die Aktien, wie geht's deinen Native American Freunden? Ja, schau an, Huki ist jetzt auch online. Aber Huki geht wahrscheinlich da wieder in irgendwelchen komischen... Nein, er macht ja gar kein RP mehr. Warum kommt Huki online? Kannst du mir das sagen? Gibt keinen Grund, online zu sein. Du bist nirgendwo am RP spielen. Du spielst doch RDR-RP. Ja. RDR-RP. Habe dich erwischt, bist gerade online gekommen. Häftling will er, dass ich LSD verkaufen. Okay. LSD verkaufen mache ich ja schon immer in real life und von daher. Ja. Nein, das war natürlich ein Spaß, okay? In real life gebe ich mich nur der Prostitution hin, aber LSD habe ich jetzt noch nie verkauft. Onlyfans und so, da kann man mich jetzt dann auch buchen, das fange ich neu an. Muss ich da richtig was tun als Häftling? Normalerweise kann ich da ein bisschen chillen.
So, bin gespannt. Hätten wir das schon?
habe keine Waffen, aber egal. Sehr riskant, was der da macht, sehr riskant, aber wenn es klappt, ist gut. Fahrgestell würde ich noch einziehen, dann geht es am Platz schneller. Aber egal. Ja, ich kann nicht mehr viel machen, ich muss nur noch Fahrschirm abspringen, überleben. Was macht der? Ja, das will ich hoch in der Luft normalerweise. Deine Zauber,
knapp mit dem Checkpoint. So, geschafft, finally. Und dann backt er auch nicht rum. Wenn man da von ihm wegrennt, respektive wenn der Wärter zu ihm hinrennt als erstes, dann kann es sein, dass er das Ganze rumbackt und sich am Schluss da Raschkowski nicht bewegt. Aber so, wenn man bei ihm bleibt und den Wärter da alles freischießen lässt am Anfang, dann hatte ich noch nie Probleme. Sehr schön, Gefängnisausbruch, immer ein toller Heist.